Ja, hallo Leute, da melden wir uns mal wieder zu einer neuen brandheißen Folge zu Harvest Moon mit eurem Ryukan und ja, wie soll ich sagen, brandheißer neuer Musik im Hintergrund, weil, haha, die Themen natürlich der Musik werde ich natürlich wechseln von Aufnahme zu Aufnahme. Diesmal kommen Musiktitel aus einem Spiel, was mich vor kurzem sehr begeistert hat. Jetzt ist es derzeitig ein Remix und zwar von dem Spiel Super Meat Boy, was sicherlich viele Leute kennen. Es ist ja auch schon wieder recht bekannt. So, da kann ich nichts mitmachen. Da, und da hängt es alles. Wie uncool. Ja, wir wollen jetzt heute mal gucken, dass wir unsere Tomaten und ich glaube Mais hatten wir angepflanzt, dazu kommen, den jetzt reifen zu lassen und ja, Geld zu verdienen ein bisschen wieder. Beziehungsweise gucken, dass wir jetzt demnächst halt immer die ersten Tiere reinkriegen hier. Holz haben wir ja genug, wir brauchen nur 5000. Boah, 5000 für das blöde Kackding. Wie viel Gold haben wir jetzt? Geld? 310 gerade mal, da können wir nicht viel mit anfangen. Gut, das hätten wir gemacht. Ich glaube nicht, dass das Heu schon fertig ist. Das haben wir vor kurzem erst neu angepflanzt. Das heißt neu angepflanzt. Boah, jetzt habe ich Mist. Hallo? Da. Ja, was habe ich jetzt drin? Ja, die Gießkanne war klar. Ja, dachte ich mir schon irgendwie, dass das noch nicht fertig ist. Ich glaube, hier werde ich auch wieder ein bisschen Feld anpflanzen. Ja, warum habe ich gerade diese Musik ausgewählt? Weil diese Perle an Videospielgeschichte, muss ich ja schon sagen. Also es ist ein schönes Spiel. Hallo, jetzt sag mir nicht, du bist davon einmal fertig. Ja, es ist erstmal ein sehr schönes Spiel. Es macht super viel Laune, muss ich sagen. Und die Musik ist auch recht cool gemacht. So, das Feld werde ich wahrscheinlich jetzt demnächst auch erweitern. So, sprich, nach unten hin erweitern, um mehr anbauen zu können. Wahrscheinlich werde ich es einmal mit umzäunen, wenn ich Tiere habe, nicht, dass sie mir die Scheiße kaputt machen, indem sie da drauf trampeln oder so. Keine Ahnung, wie das laufen wird mit den Tieren. Wie gesagt, die Harvest Moon, ey, ich spüre das zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wie die Tiere abgehen werden, wenn ich da wirklich, warum ist ja eigentlich schon wieder Gras? Steht der Baum schon immer da? Boah. Komm mit. Bauen wir mal hier ein bisschen dran. Ein bisschen mehr Platz machen halt. So, zack. Na, das war falsch. Na, ich krieg das hier nochmal hin. Zack. Heute nichts verkaufen, okay, bis morgen. Ich würde auch mal sagen, so langsam wird es Zeit, dass wir uns den Frauen widmen, damit wir für unseren guten alten Ryu hier auch mal so langsam eine Liebesdame, eine Dame, eine, eine Spielgefährtin suchen. Ja, da gucken wir auch mal, was wir da so Schönes finden. Ich weiß gar nicht, wen ich da auserwählt hatte. Holz. Zack. Na. So, jetzt brauchen wir noch zwei Stück, brauchen wir noch. Na, es hängt alles. Ja, was mache ich denn da?
Ach, Ryu. Hallo? Na, das funktioniert nicht. Den Stein können wir nur wegschmeißen. Obwohl man den wahrscheinlich auch sehr gut als Barriere nutzen könnte. Aber warum habe ich denn da hinten gesiegt, das Holz genommen, ich Trottel? Egal. So, dann haben wir das. Ruhig, Mensch, hör auf zu... Oh, nee, ruckel doch nicht so stark. So. Ah, ist auch ein richtig cooles Lied. Was sagst du über das Wetter für morgen? Dadurch, dass Sommer ist, wahrscheinlich kein Regen. Na, wer hätte das gedacht? Sonne, oh mein Gott. So, soll ich vor dem Schlafen gehen mein Tagebuch schreiben? Natürlich. Da sage ich niemals Nein zu, mein Friend. Da 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 da. So, was sagt denn das Wetter hier draußen? Na, da hat sich nicht viel getan. Oh, die Tomaten sind fertig, wie cool. Oh, geil, geil, geil. Das gibt wieder Cash. Tomaten, Tomaten. Und das nicht zu knapp. Leider tut es mir für die Tomate da in der Mitte echt leid, dass ich nicht an der komme. Das haben die echt doof gemacht. So ein 3x3 großes Feld ist zwar gut, aber... Nein, ich habe die weggeworfen, ich Trottel. Das ist gutes Geld, was ich da weggeworfen habe. Scheiße. So. Der Mais dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. So, das Gute ist beim Mais, dass wir den danach nicht mehr wirklich gießen müssen. Der wächst dann, glaube ich, irgendwie von alleine oder so. So, schon mal die Gießkanne nehmen. Tomaten sind das Einzige, was wir jetzt gießen müssen. Ich glaube, in 3-4 Tagen sprießen die dann auch nochmal neu. Zack, rein mit dir. Abbauen, abbauen. Irgendwie bräuchten wir so einen Erntehelfer. Irgendwas, womit ich mehr Tomaten nehmen kann, auf jeden Fall. Da 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 da. Ah, da hinten ist ein Zaunstück kaputt gegangen. Das müsste ich noch ersetzen. Di-di-li-di-di-li. Zuck, rein damit. Das passt jetzt eigentlich mal irgendwie so vom Spiel her gar nicht rein. Aber wirklich mal ganz und gar nicht. Was? Achso, schon vormittags. Beziehungsweise mittags. Wir können nur das Gießen, da kommen wir ja gar nicht mehr wieder in die Stadt rein. Nee, nee, nee. Bauer sein ist eindeutig Fulltime-Job. Man hat keine Freizeit. Ne, Ryu? Irgendwann werde ich nach unten weiter ausbauen. Auf jeden Fall. Und da muss ich auch noch seitlich weiter ausbauen, damit ich auch was für die Tiere habe. Wo will ich denn hin? So. Dann, na, kein Wasser mehr. Mist. So. Ich könnte ja jetzt eine der Pflanzen kaputt machen, aber das wäre ja auch schwachsinnig. Wo war das denn jetzt? Ah, oh, das nächste Lied beginnt. Ich merke es, es laggt. Also richtig schöne 8-Bit-Musik ist schon nice, finde ich, auf jeden Fall. Für deine Ware gebe ich dir 1200 Gold, da sage ich doch nicht nein. Hinterleg dir die morgen, wie so ein Blablabla, okay. Dann wird's Zeit, Ryu. Ach, kein Wasser mehr, war klar. Vielleicht noch ein paar Steine kloppen. Hauptsache, wir kriegen mal wieder ein bisschen Platz. So.
So, ich glaube, dieser Zaun war kaputt. Ich glaube, das ging mit dem Hammer. Ja. Von hinten sieht aus, als wenn er springen würde die ganze Zeit, anstatt zu rennen. War was? Mist. Einmal zu viel geschlagen, versehentlich. Wieder. Ach komm, ein bisschen kannst du noch, Ryu. Na, Telefon. Bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Telefon klingelt natürlich in meinem ungünstigsten Moment, wie sonst auch. Ist ja normal. Weiter geht's. Na los, Ryu. Ich glaube, ein bisschen Energie hast du noch, um Steine zu schlagen. Ja, das war's dann auch damit. Immerhin schon mal ein paar Steine weniger wieder. Hoppala. Was sagt denn das Wetter für morgen? Ach komm, schon ein bisschen Regen wäre mir nicht, wird mir echt gut tun. Ah, oh, das ist doch echt so ein behinderter Scheiß. Sorry, dass ich das jetzt sage, aber es nervt irgendwie gerade, dass echt nur Sonne ist. Ich muss echt jedes Mal die Kackpflanzen gießen. Ich wette mit dir, der Mais ist jetzt auch fertig. Ich komme heute wieder nicht in die Stadt. Heute ist Sonnabend. Ja, super, heute ist die Perle in der Kirche. Leck mich doch, heute wird nicht gegossen. Scheiß auf den Tag, ey. Ich will heute mal was machen hier. Ich will mal ein paar Blumen pflücken und hör auf zu lägen, Spiel. Hier gibt's doch schöne Blumen. Das möchte ich jetzt für Maria pflücken hier. Ach, wer ist denn hier? Ist es nicht ein Zufall, dass wir uns hier treffen? Ganz sicher nicht, unbedingt. Ganz sicher. Wie heißt die Blonde nochmal? Meine Hackfresse. Ah, ich häng fest. Ich brauche eine Blume. Ich brauche eindeutig eine Blume. Da ist eine Blume. Ich schenk dir ein Blümchen. Wow, vielen Dank. Das riecht aber gut. Gern geschehen. Na, aber natürlich ist das Zufall. Mal auf den Berg gehen, gucken, ob da wer ist. Nein, natürlich nicht. Oh, hier ist auch nicht wirklich großartig gerade. Ja. Wir gehen jetzt mal wieder zurück. Ja, gehen wir mal wieder zurück auf den Bauernhof. Ein bisschen weiter gießen, die Pflänzchen. Na, ist erstmal ein Rio.